Nun haben wir die Bestätigung, im Juni kommt der Community Day mit Shiny Milzer um die Ecke. Richtig genial, ich freue mich. Außerdem habe ich in dem Video noch ein Mega-Pokémon, welches kommen wird. Hat Niantic versehentlich veröffentlicht und nein, ich spreche nicht von Mega Despotar. Aber der Community Day am 10. Juni von 14 bis 17 Uhr, die Hauptevent-Uhrzeiten. Dort werden ultra viele Milzer auftauchen mit einer üblicherweise sehr stark erhöhten Shiny-Chance in die Richtung 1 zu 25 in etwa. Wir bekommen in diesem Monat die dreifachen EP beim Fangen und Milzer ist gar nicht so schwierig auf fabelhaft zu treffen, finde ich. Dann die üblichen Boni, doppelte Bonbons beim Fangen, erhöhte Chance auf die XL-Bonbons. Dreistündige Lock-Module wurden angekündigt. Von Rauch fehlt auf der Infografik leider jegliche Spur. Der offizielle Blogbeitrag ist noch nicht online. Vermutlich nur ein Fehler. Denn der lockt ohne Bewegung sowieso kaum noch Pokémon an, von daher motiviert der ja zum Rausgehen und sich schnell bewegen und so weiter. Schauen wir mal, ich tippe auf Fehler, so wie üblich. Und die Tauschboni gibt es auch wieder, inklusive Jahreszeitenboni. Dann sollte man an dem Tag dreimal spezial tauschen können. Durch die Entwicklung erhält Maxax die besondere Drachenladeattacke Breitseite, die ist richtig genial. Die hat auch Rayquaza zum Beispiel schon bekommen. Bei Maxax wird die Attacke auf jeden Fall eine direkte Aufwertung sein. Die möchte man dann ganz klar haben. Hat man in den 3 Stunden keine Zeit, kann man danach bis 22 Uhr noch 4 Sterne-Raids mit Schafhax bekämpfen. Und dadurch werden die Milzer um die Arena herum freigespielt, die kann man dann noch fangen. Klappt nicht immer, ist leider ziemlich verbuggt. Man hat dann auch keine Boni, die gibt es nur in den 3 Stunden, aber immerhin eine kleine Chance, vielleicht bekommt man ja dann noch ein Shiny Milzer. Wie immer wird es für 1 Euro eine Forschung im Shop geben, die benötigt man aber nicht, um an dem Community Day teilnehmen zu können. Das Event ist weltweit gratis für alle. Das Pokémon ist nur vom Typ Drache und man hat nun noch ein paar Tage Mega Level 3 vom Typ Drache am Start haben. Das hilft wirklich unfassbar weiter. Welche Pokémon haben wir in Pokémon Go? Mega Glurak, aber Achtung, hier nur die X-Variante, nicht Y. Dann auch noch Mega Ampharos, weil das Pokémon bekommt nach der Entwicklung den Drachentyp dazu, genauso wie Gavaldro. Altaria, Brutalanda und dann noch Latias Latios. Also checkt nun schon das Level der Mega-Entwicklung ab, macht noch die Entwicklungen, sodass ihr irgendeines der genannten Pokémon auf Level 3 habt für den Community Day. An dem Wochenende, wo der Community Day stattfindet, sollte dann auch erstmalig Krypto Arctos im Raid sein, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also, das wird bestimmt ein paar Leute nach draußen locken. Hoffen wir mal auf schönes Wetter. Dann habe ich ja die neue Season vorgestellt, die versteckten Edelsteine und die ganzen Raid-Bosse eingeblendet. Da wurde ich oft gefragt, hey, woher, wo wurden die angekündigt? Ich sehe das nirgendwo. Ja, auf der offiziellen Website gibt es so einen Kalender, wo immer nur wenig eingetragen ist. Ich schaue da natürlich ab und an vorbei, vor allem nach so einer Ankündigung. Und dort habe ich eben Mega Despotar und die anderen Pokémon gefunden, die wohl nirgendwo sonst angekündigt wurden. Und nun gehen wir aber sogar noch einen Schritt weiter. Da, wo ein paar Fragezeichen gelistet waren, wenn man sich den Quelltext von der Website ansieht, dann bekommt man hier eine Mega Sableye, also das ist Zubiris, zu Gesicht. Ende Juni, nämlich am 29. soll es mit Mega Zubiris losgehen. Die Grafik hiervon wurde schon mal im Code gefunden. Das Megaporträt nach der Entwicklung. Und naja, ich meine, seht euch den Edelstein an. Ich glaube, das würde schon sehr gut passen momentan. Ist nicht wirklich meta-relevant, verwendbar oder so.
Ein normales Zubiris kommt gerade mal so auf die 1500 WP, wenn man keine XL-Bonbons verwendet. Aber die Typ-Kombi, Unlichtgeist, eventuell kann man da bei irgendeinem Event durch die aktive Mega-Entwicklung ein paar feine Boni rausholen, wenn man diese beiden Typen abdeckt. Na gut, und ich glaube, in dem Video habe ich auch alles abgedeckt. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.